Hallo zusammen, ich möchte euch heute zeigen, wie dieser schicke Knoten hier von der Anja funktioniert. Er hat jetzt noch keinen offiziellen Namen, wir werden ja mal sehen, wie es draus macht, irgendwas mit Twist auf jeden Fall. Und ja, der funktioniert eigentlich ganz einfach, also ich denke auch, dass Anfänger sich daran trauen können. Ich habe bloß den Rand anscheinend etwas anders gemacht wie die Anja, weil wir bei den Faktoren für den Rand einfach nicht auf denselben Nenner kommen. Aber ich denke, das ist auch nicht weiter schlimm. Den Rand kann ja jeder dann selber abändern, wie er will. Ihr findet ja die ganzen Angaben zur Längenberechnung auch nochmal bei Swiss. Also wenn ihr einen anderen Rand machen wollt, müsst ihr halt bei dem Rand, den ihr haben wollt, die Faktoren zum Berechnen raussuchen. Genau. So, dann gucken wir als erstes mal, was wir alles brauchen. Wir brauchen drei Farben Paracord. Ich möchte es jetzt so machen, dass ich hier in der Mitte Creme habe. Bordeaux bleibt Bordeaux und dieses Orange wird rosa. Genau. So, dann brauchen wir einen Biotane-Adapter. Dann brauchen wir eine Paracord-Nadel. Also ihr könnt auch sämtlich einen anderen Verschluss nehmen. Ich nehme wieder einen Biotane-Adapter. Dann brauchen wir Feuerzeug. Dann brauchen wir Maßband und Schere. Und unseren Chick, das müsste eigentlich schon gewesen sein. Mehr brauchen wir gar nicht. So, also, dann zeige ich euch jetzt, wie ihr rechnet. Also ich brauche jetzt einen Halsumfang von 42 cm. Was hängt denn da alles dran? Halsumfang 42 cm. Genau. Der Knoten ist 1,4 dick. Dicke 1,4 cm. Das heißt, wir brauchen für unsere Jig-Formel 1,4 cm mal Pi mal 3,14. Da kriege ich raus 4,39. So, und dann rechnen wir das zusammen, also unseren Halsumfang plus die 4,39. In meinem Fall muss ich jetzt meinen Biotane-Adapter abziehen. Ich will, dass er auf dem zweiten Loch genau sitzt. Und das sind bei mir hier 7 cm, die ich dann hier für meine Berechnung und meine Chick-Einstellung abziehen muss. Also ich messe das von hier nach hier recht großzügig, also so, dass es auch rund ist einigermaßen so ein bisschen. Also es sind knapp 7 cm. Ein bisschen mehr, aber ich denke 7 reichen mir. Dann komme ich raus auf 39,39. Das runden wir ab auf 39 cm, die ihr auf euren Chick einstellt, und mit den 39 cm rechnen wir weiter. So. Farbe 1. Das ist die Farbe für unsere Führung. Ich nehme sie rosa. Das ist quasi hier orange. Beides, also Farbe 1 und Farbe 2 habe ich orange gemacht, werden jetzt in dem Fall rosa. Die rechnet ihr mal 13. Farbe 2 rechnet ihr mal 10,5. Farbe 3, in meinem Fall Bordeaux, wird mal 10 gerechnet. Und Farbe 4, in meinem Fall hier das Lemon, Lemonade Straight, mal 14. Genau. So, also wird jetzt hier dann quasi cremefarben. Das rechnet ihr euch alles aus. Also ich habe jetzt hier ausgerechnet 507. Also das heißt, ich nehme 5,20 Meter. Nehmt immer ein bisschen mehr. Hier sind es dann 4,09 Meter. Dann nehme ich 4,20 Meter. Hier sind es 39 Zentimeter. Ich nehme 3,90 Meter. Ich nehme 4 Meter. Und hier sind es 5,46 Meter, dann nehme ich 5,60 Meter. Also so, dass ihr dann immer noch ein bisschen was zum Vernähen habt. Genau. Das messt ihr euch bitte raus mit euren Farben. Also wie gesagt, das hier wird Führung und der Rand. Farbe 3 ist diese Farbe hier und Farbe 4 ist diese Farbe hier. Wenn ihr euch das rausgemessen habt und rausgerechnet habt, dann macht ihr mit der Farbe 1, die ihr für die Führung habt, Kosmetik 2 auf euren Verschluss. Ich lege euch hier oben wieder eine Infokarte rein, wie Kosmetik 2 gemacht wird. Und wenn ihr das habt, dann zeige ich euch, wie ihr die Farben noch in euren Ankerknoten integriert und oben befestigt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich! So, ich habe jetzt hier Kosmetik 2 an meinen Verschluss gemacht. Ich habe es auch schon so von der Länge auf meine 39 cm gemacht. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr die anderen
Cords hier noch rein verankert. Und zwar nehmt ihr jetzt Farbe 2, die Farbe für den Rand quasi. Die wird jetzt hier zwischen die beiden Ankerknoten gemacht. Am besten macht ihr das mit der Paracord-Nadel, da tue ich mich immer am leichtesten. So, das zieht ihr dann auf Mitte. Dann nehmt ihr Farbe 4, das ist die Farbe, die ihr in eurem Knoten ganz innen haben wollt. In meinem Fall wird es Creme sein. Die nehmt ihr gleich mittig und setzt zwischen die beiden Ankerknoten einen dritten Ankerknoten. Also dafür geht ihr von, wenn ihr jetzt eine Aluschnalle habt, geht ihr von oben nach unten. Ich muss hier durch. Also von oben nach unten mit der Schlaufe. Und dann holt ihr euch von hinten durch die Schlaufe die Cords wieder. Jetzt können wir aber gleich Farbe 3 mit einbinden. Also wenn ihr jetzt hier diese Schlaufe hier habt, dann nehmt ihr Farbe 3, ziemlich mittig eigentlich. Sonst zieht ihr sie halt dann nochmal gleichmäßig, legt sie hier noch mit rein und dann holt ihr euch quasi durch die Schlaufe die beiden cremefarbenen Cords durch nach hinten, so dass der rote hier noch mit drinnen ist. Genau. So, das Ganze ziehen wir dann ein wenig fest. Und das wird jetzt auf unseren Jig gespannt. Hier ein bisschen Platz machen noch. Achtung. So. Wer einen Jig von mir hat, der kennt hier diese verstellbaren Häken. Das macht ihr dann quasi so, dass ihr mit eurem Verschluss, da wo ihr euer Paracord eingefädelt habt, genau auf der Kante seid, weil dann habt ihr genau das Maß, was ihr errechnet habt, und das stellt ihr dann ein. Und zwar müsst ihr dann unten auch auf Kante sein mit dem unteren Holz. Das könnt ihr an den Häken hier ganz gut verstellen, eure Verschlüsse, weil nicht jeder Verschluss ist gleich. Sollte mal ein Verschluss nicht drauf passen oder so, dann ist es immer ganz hilfreich, wenn ihr die Häken ein bisschen aufbiegt. So, genau. Das Ganze unten noch dran. So. Dann zieht ihr das Ganze noch auf Mitte und ich muss mir jetzt hier Unterkonstruktion bauen, dass ich euch das anschaulich zeigen kann, und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, also jetzt habe ich für euch umgebaut. Das Ganze müsste jetzt so ausschauen, dass ihr hier bei der Einstellung auf Kante seid mit euren Knoten. Ansonsten müsst ihr das halt drauf und runter rechnen, aber also diejenigen, die die Chicks von mir haben, haben diese verstellbaren Häken dran und können ja da ihren Verschluss schön variieren. So, jetzt mache ich das bloß anders. Ich hänge es anders um, damit ihr besser seht. Ja, ich denke, das klappt. Ihr zieht eure Ankerknoten nochmal richtig schön fest. Und dann fangen wir an. Ihr nehmt die Farben, die wir verankert haben, mit einfach nach oben. Wir brauchen jetzt als allererstes die Farben von der Führung. Die Cords von der Führung. So. Und zwar, wir fangen an zu kreuzen. Ihr nehmt dafür rechts und geht unten durch. Kommt auf der linken Seite wieder nach oben. Und auf der linken Seite andersrum. Ihr geht unten durch und kommt rechts wieder nach oben. So, dass ihr in der Mitte hier einfach ein Kreuz habt. Welcher jetzt da oben liegt und welcher unten liegt, das ist eigentlich total egal. So, wenn wir das haben, dann nehmen wir die Farben, die wir für den Rand nehmen wollen. Die sind quasi die, was wir hier oben verankert haben. Ihr nehmt quasi dann hier die Cords so ein bisschen auseinander, legt die hier zusammen und geht hier drüber und dann nach hinten und auf der Außenseite wieder nach vorne. Das Ganze macht ihr auch auf der anderen Seite. Ihr legt es hier über die beiden Cords drüber, geht nach hinten und kommt auf der Außenseite wieder nach vorne. So, dann sieht das Ganze so aus.
Das habt ihr jetzt außerhalb der Führung, habt ihr einfach hier um diese zwei Cords drumherum gewickelt und seid von oben nach unten wieder nach vorne gegangen. So, dann nehmen wir die Farbe, die hier im Ankerknoten drinnen liegt. Mit der machen wir dasselbe. Ihr legt sie aber jetzt innerhalb von eurer Führung über die beiden Cords und geht außen wieder nach oben. Bleibt aber trotzdem innerhalb eurer Führung. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Außen wieder nach oben. Dann sieht das Ganze so aus. Wenn wir das haben, nehmen wir die beiden mittleren Cords. Ihr legt sie auch zwischen die roten. Wieder über euren Mittelsteg, geht nach hinten und kommt außen wieder nach oben. Auf der anderen Seite das gleiche, über euren Mittelsteg und außen wieder nach oben. So, dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt könnt ihr schon ein bisschen anziehen. Ihr zieht quasi als allererstes eure Kreuzung an, dass das ein bisschen raufrutscht und den Rand, aber nicht so fest. Und ihr zieht die beiden mittleren an. So, die hier noch nicht, weil um die hier machen wir jetzt unseren Twist. Dafür nehmt ihr das Cord, was ihr in der Mitte habt, geht außen rum und steckt es hier einfach wieder nach vorne. Aber ihr müsst Obacht geben, dass ihr über eurem Cord wieder rauskommt. Also nicht hier drunter, so, sondern drüber. Das macht ihr auf der anderen Seite auch. Ich stecke da einfach drüber, so, und wickelt es quasi einmal um die Cords herum. So, dann könnt ihr die auch etwas anziehen und sie auch wieder. Und jetzt können wir fester ziehen. Nicht ganz so fest, weil hinten soll es recht sauber nebeneinander liegen. Weil ihr wisst ja, je schöner die Rückseite, desto schöner die Vorderseite. Und jetzt, wenn es beim Anziehen ein bisschen blöd geht, könnt ihr eure Paracord-Nadel oder ich habe hier so ein Marlin, könnt ihr nochmal so nachziehen, dass ihr hier erst nachzieht. So. Auf der anderen Seite auch. Und dann die Schlaufen. Die müssen auch gar nicht so sehr fest sein. So. Sieht jetzt bei mir ein bisschen blöd aus, weil mein Verschluss da hinten so einen Hubbel macht. Aber ich denke, vom Prinzip her könnt ihr das sehen. So. Dasselbe machen wir jetzt nochmal. Das wiederholt sich eigentlich immer wieder bis runter. Also, ich zeige es euch nochmal. Die Cords, die jetzt von der Führung sind, also mit der wir unsere Kreuzung machen, sind jetzt von den beiden die unteren. Also nehmen wir die oberen und das hier wieder auf die Seite, kreuzen wieder von unten nach oben, dann legen wir hier wieder über den Rand, über die zwei Cords und gehen außen nach oben. Das ist eigentlich immer dasselbe, macht mit den Knoten, mit den Cords immer dasselbe. Ihr geht immer oben drüber und nach außen, egal mit welcher Farbe. Nur, dass die vom Rand außerhalb vom Rand sind, von der Führung sind und die von innen innerhalb der Führung bleiben. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller. Ich nehme alle vier, gehe hier nach rechts und hier nach links. Ziehe ich alles durch und dann sieht es so aus. Dann zieht ihr wieder an, leicht anziehen, die Mitte anziehen und dann hier wieder unseren Twist machen. Einfach hier durchstecken. So. Andere Seite genauso. So. Und dann sieht das Ganze so aus. Ihr könnt das noch ein bisschen fester ziehen, dass es schön gleichmäßig ist. So. Kleinen Moment. Jetzt zeige ich euch das ein letztes Mal. Also wieder die oberen kommen weg. Und die mittleren kommen weg hier. Ich stehe auf meinen eigenen Kreuzspitzen. Und dann kreuzen wir wieder von unten nach oben, von unten nach oben.
Dann geht ihr hier wieder außerhalb der Führung. Auf der anderen Seite auch außerhalb der Führung. Dann nehmt ihr die mittleren und macht das innerhalb der Führung. Und ihr macht das immer außen hoch. Auf jeder Seite außen hoch. Und es ist wirklich den ganzen Knoten über immer dasselbe. Immer das gleiche. Anziehen, leicht anziehen, die Mitte anziehen und dann den Twist machen. Auf der anderen Seite auch. So. Das Ganze anziehen. Wenn ihr jetzt eure Bordeaux hier anzieht, wichtig, dass ihr immer nach oben anzieht, dass das hier dann schön so drüber liegt, weil wenn das drunter liegt, sieht es dann blöd aus. Und ist einmal so, so wird es halt gleichmäßig, wenn das immer ein bisschen nach oben anzieht. Wie gesagt, hier könnt ihr dann nochmal nachziehen, indem ihr einfach die Schlaufe erst anzieht und dann fest. So. So, Dalle, das macht ihr jetzt bis runter und dann sehen wir uns zum Vernähen wieder. Bis dann. So, also ich bin jetzt unten angekommen und ich habe jetzt auch nochmal hier nach, also mein Hals Bandinnenumfang gemessen, dass ich auf meine 42 cm Halsumfang komme. Das passt. Und jetzt habe ich meine Schlaufe auch dementsprechend nochmal verstellt. Also wie gesagt, ihr habt dann hier die Schlaufe zum Verstellen. Da habt ihr dann nochmal einen Zentimeter oder zwei, je nachdem, wenn ihr jetzt nicht genau auf euren Halsumfang kommt. Ich habe auch schon gehört, dass viele das nicht machen, aber ich lasse sie trotzdem immer gern stehen, weil immer noch ein bisschen Sicherheit ist. So. Dann knotet ihr die mit ein und zwar einfach ganz normal weiter knoten und durch die Schlaufe mit durch. Das wären jetzt noch vielleicht so zwei oder drei Reihen sein. Das heben wir hier hoch. Dann könnt ihr das hier besser umknoten. Mit dem Kord sind wir eigentlich auch ganz gut hingekommen. Ja, das darüber. So. Ja, ich denke drei Stück insgesamt werden schon noch sein. Zweimal, wenn wir noch hinkriegen. Aber dann habt ihr mal gesehen, was mit der Schlaufe passiert. So, und immer schön darauf achten, dass ihr auch die roten nach oben zieht, dass das hier schön drüber ist. Sonst ist es unter dem gelben und mal drüber und das ist dann... sieht dann ein wenig durcheinander aus. So. Eine machen wir noch auf den Chick und ich glaube, die andere machen wir dann, wenn es vom Chick unten ist. Oder wir probieren das mal zu popeln. Sehen wir mal, wie es klappt. Wieder unseren Twist.
So, und die letzte Reihe und dann vernehme. Sehen wir mal, ob ich das hier noch drauf kriege, wenn es auf dem Schick ist. Ja, ich denke, das geht gerade so. Das ist mir jetzt recht fummelig. Wenn ihr könnt es auch runter tun, wenn ihr euch leichter tut. Also Bordeaux könntet ihr vielleicht ein Ideechen länger lassen. Aber wirklich nur Ideechen. Eins. Zwei, drei. Vier. So, der letzte Twist. Und dann machen wir das Ganze vom Chick. So, ich habe jetzt das Ganze vom Chick runter und jetzt sieht es so aus. Jetzt ziehen wir einfach an den mit denen wir immer gekreuzt haben, noch mal richtig schön fest an. Und jetzt machen wir hier mit der cremefarbenen noch einen dritten Ankerknoten in die Mitte von unseren beiden anderen. So, da verstecken wir die einfach hier erstmal durch. Passt auf, dass ihr sie nicht überkreuzt und legt sie hier schön nach hinten. So, dann brauchen wir unsere Paracord-Nadel und nehmen uns einen von unseren Cords. Das müssen wir nicht überkreuzen. So, der wird jetzt hier einfach durch einen cremefarbenen durchgestochen. Unten durch. Wahrscheinlich gerade durch sich selber. Das heißt, wir können hier nochmal fest anziehen. Dann machen wir hier zwei, drei Stichlein noch. Hin und her. Damit haben wir dann einen von den beiden kurz vernäht. So, ich habe hier so eine schicke Paracord-Nadel, die ist flach und gebogen. Solche Nadeln bekommt ihr bei Robin Hagel, den findet ihr auf Facebook. Und zwar hat die eine Seite, die heißt Hagel Paracord Zubehör. Da findet ihr jede Menge Paracord-Nadeln in allen Stärken und auch so einen tollen Malen. Also sie hat ganz tolle Sachen. So, genau. Dann den zweiten daneben. Aufpassen, dass ihr nicht überkreuzt. Der wird hier auch erst einmal fixiert. Hier daneben. So, jetzt haben wir natürlich ja mega die Schlaufe gemacht, vor lauter hin und her drehen. So, alles raus. Und dann sticht ihr hier oben nach vorne. Und zwar so, dass sie hier an der Seite rauskommt. So, sieht man's? Genau. Dann sticht ihr wieder zurück auf der anderen Seite, sodass sie hinten rauskommt, nebendran. So. Festziehen und wir haben vorne unseren dritten Ankerknoten. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Genau. Auch der wird hier wieder vernäht. Mal hier drüben. Drüber. Auch wieder zwei, drei Stiche nach unten.
Und wenn wir das haben, dann kümmern wir uns um das wichtigste Cord, das wir vernähen müssen, und zwar das Cord, mit dem wir unsere Führung gemacht haben. Das hier, das untere von beiden, also das, was an der Schnalle liegt, das, was hier die Schlaufe gemacht hat, und das untere ist das, was die Führung gemacht hat. Auch da dreht ihr wieder eure Nadel drauf. Den vernehmen wir jetzt so, dass ihr hier an das Rote reinsticht. Dass euch das jetzt hier noch ein bisschen drüber gezogen wird. Fest anziehen, auch das Rot nochmal fest anziehen, dass es auch wirklich fest sitzt. Und dann wieder zickzack hin und her in dem Roten. Allerdings reichen uns da jetzt keine 2-3 Stiche, sondern das sollte man vielleicht schon ein paar mehr machen. Weil auf dem Cord eigentlich der ganze Zug vom Halsband liegt. Das Rot nochmal schön anziehen, das werden wir auch gleich noch vernähen. Das macht ihr dann auf der anderen Seite genau gleich. Na, was sind wir denn daheim? Ja. Schön hin und her. So, das könnt ihr jetzt hier noch ein bisschen weitermachen. Vielleicht so 2-3 Stiche. Mache ich es noch gar schnell mit. Egal. 1, 2. Drei. So, das reicht auf jeden Fall. Und dann macht ihr das auf der anderen Seite genauso. Dann nehmt ihr auch wieder in den roten rein und näht wieder schön nach unten. Dann nehmen wir den weinroten als nächstes. Auch wieder die Nadel drauf. Und mit dem weinroten geht ihr jetzt hier rein, zwischen den Ankerknoten. Dann sieht es nämlich aus, als würde das einfach hier weitergehen. So, unter dem Twist durch. Und den müssen wir jetzt eigentlich gar nicht so weit vernähen. Es reichen eigentlich ein paar Stiche. Gehen wir in den Rosa rein. Richtig fest nochmal anziehen. 1, 2, 3. So. Genau, das Ding noch. So, Lelle. Und dann haben wir hier nur noch den rosanen vom Rand. Auch wieder die Nadel drauf drehen. Den fixiert ihr hier oben einfach nochmal durch.
muss auch gar nicht so weit sein. Na. Als zweiter Stich. Mal gucken, ob ich zwei auf einmal schaffe. Tja, irgendwie. So. Das macht ja auf der anderen Seite dann genau das Gleiche. Dann schneiden wir unsere Cords ab. Lass das Stückchen. Ein Stückchen dran, ungefähr so einen Zentimeter. Weil mit dem könnt ihr jetzt zusammenschmelzen. Und drauf drüber. Ja. Ganz wie ich das will. So, auf der anderen Seite genau dasselbe. Hier unten genau dasselbe. Und dann ist es auch fertig. So, fertig vernäht sieht das Ganze jetzt so aus. Fertig verschweißt, fertig vernäht. Und vorne habe ich noch ein bisschen Bimmel hingemacht. Eigentlich wirklich nicht schwer, weil der Schritt sich immer und immer wiederholt. Also eigentlich auch guter Anfängerknoten. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Nachknoten und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Am besten Kanal abonnieren, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Material und Zubehör findet ihr auf der Homepage docslashers-shop.com.